Schauen direkt in die Ukraine, und zwar an die Front, wo Bildreporter Paul Ronsheimer ist, im Donbass, direkt an der Kriegsfront. Vor 2 Monaten war er auch schon dort, vor 2,5 Monaten, kurz bevor der Krieg begann. Und da hat er Ludmilla getroffen. Sie hat ihre Heimat erleben müssen, die komplett zerstört wurde. Heute hat er die alleinstehende ältere Frau noch einmal getroffen. Und er wollte wissen, wie es ihr nach mehr als 8 Wochen Krieg heute geht. Paul Ronsheimer trifft heute erneut Ludmila in Avdiivka nahe Donetsk. Wir wollen wissen, wie es ihr geht, doch dann Bomben. Begin the shooting. Okay. Okay. We need to go to the shelter now. Der Keller. Hier verbringt Ludmila die meiste Zeit. Nur im Keller ist sie vor den Bomben sicher. So geht es jetzt seit 65 Kriegstagen. Paul Ronsheimer war einen Tag vor Kriegsbeginn schon einmal hier. Ludmilla hier hinter mir, sie hat sich gerade in ihren Keller geflüchtet. Das ist wie ein Bunker für sie, denn es gab wieder heftigen Artilleriebeschuss hier direkt an ihrem Haus. Die Front, die verläuft sozusagen quer vor dem Grundstück. Auf der einen Seite die ukrainischen Soldaten, auf der anderen Seite Separatisten. Heute sehen wir die Ergebnisse. Zerstörung und Verwüstung. In Ludmilas Straße ist jedes Haus zerstört. Hier wohnt niemand mehr. Sie sind entweder geflüchtet oder tot. Vor 2,5 Monaten waren wir das letzte Mal hier in Avdiivka im Keller von Ludmilla. Die Situation ist eine völlig andere. Zwar gab es vorher schon Krieg, aber jetzt ist es wirklich dramatisch. Die Häuser drumherum sind alle beschädigt. Ludmilla sagt, die Einschläge sind 5 bis 6 Mal am Tag so heftig, dass sie sich um ihre Tiere klammert und hinter den Möbeln versteckt. Aber dennoch, sie will weiter nicht weg, obwohl hier Kampfflugzeuge fliegen, obwohl Grad, obwohl Artillerie eingesetzt wird und obwohl fast alles um sie herum in dieser Straße zerstört ist, sagt sie, ich will hier nicht weg, ich will in Avdiivka bleiben. Denn hier ist alles, was sie hat. Ihr Hund Tusik, der schon 2-mal angeschossen wurde, ihre Katzen, ihre Hühner. Verlassen will und kann Ludmila ihr Zuhause nicht. Ich werde Avdiivka nicht verlassen. Niemand braucht mich irgendwo. Ich verstehe die jungen Leute, aber ich habe Herzprobleme, einen hohen Zuckerspiegel. Ich bin ein kranker Mensch. Das Essen ist knapp. Wie lange Ludmila und ihre Tiere die Situation durchhalten können, weiß sie nicht. Wenn sie Avdiivka umzingeln, weiß ich nicht, was ich tun werde. Um ehrlich zu sein, trage ich immer etwas Klonidin bei mir, wenn ich bemerke, dass ich in einer Situation bin, aus der es keinen Ausweg gibt. Oder ich werde verletzt oder etwas anderes, weil es keine Hilfe gibt. Dann trinke ich Klonidin und schlafe ein. Die Zeit wird knapp. Mit jeder einzelnen Bombe, die hier täglich vor ihrem Haus einschlägt, schwindet für Ludmila und ihre Tiere die Hoffnung, den Krieg zu überleben. Und wir sind direkt mit Paul Ronsheimer verbunden, der uns diese Bilder geschickt hat. Paul, das ist ihm unter die Haut gegangen, gerade als Ludmila gesagt hat, dass sie dann das Medikament nimmt, um einzuschlafen. Ja, absolut, Thomas. Und Ludmila ist eine Frau, die ich nicht erst seit ein paar Monaten kenne, sondern seit 4 Jahren. Also immer, wenn wir hier auch früher über den Krieg, der ja sehr regional begrenzt war, damals noch berichtet haben, haben wir sie besucht. Wir haben immer etwas Essen mitgebracht, Medikamente, weil es schon damals eine schwierige Situation für sie war. Aber so wie heute habe ich sie noch nie erlebt, wie sie dort saß und angekündigt hat, dass sie sich umbringen würde, wenn sozusagen russische Soldaten kämen in ihr Haus. Und ich habe dann immer wieder versucht, zusammen mit Vadim, unserem ukrainischen Kollegen, sie davon zu überzeugen, lasst uns doch dir helfen, hier rauszukommen. Wir können dir helfen, nach Polen zu gehen, sogar nach Deutschland oder nach Kiew zumindest oder in irgendein Dorf, was hier in der Nähe ist. Und sie hat gesagt, nein, ich will bleiben. Ihr geht, ich bleibe. Und dann am Ende hat sie mich umarmt und ich hatte meine Schutzweste natürlich die ganze Zeit an. Und dann hat sie zu mir gesagt, bitte, bitte versprecht mir, dass ihr immer eure Schutzweste tragt und euren Helm tragt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber Ludmila, du bist die ganze Zeit an der Front, du hast keine Schutzweste. Und dann hat sie gesagt, ich hoffe, dass Gott auf mich aufpasst.
Ja, wie gesagt, das geht unter die Haut. Paul, Ludmilla hat gesagt, sie bleibt. Wie ist es mit den anderen Menschen dort in dieser Kriegsregion so nah, die Russen dort? Ist das allgemein so, dass die Menschen dort bleiben wollen? Nein, das ist nicht allgemein so. In der Straße von Ludmilla sind fast alle weg. Du hast ja die Häuser dort gesehen, die meisten auch zerstört. Wir haben mit dem Gouverneur dort sprechen können. Der hat gesagt, die in den großen Bunkern der Stadt sind 2.500 Menschen. Wie viele in der Stadt geblieben sind, ist nicht so genau klar. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Stadt gerade heute sehr angegriffen wurde. Und zwar mit russischen Kampfjets, mit Artillerie, mit Grad. Wenn man dort durchfährt, wir auch mit unserem Team, es ist eine sehr gefährliche Situation und gleichzeitig auch eine geisterhaft unheimliche Situation. Jederzeit kann irgendwo etwas explodieren und die Strecke allein zu Ludmilla ist schon lebensbedrohlich. Wir haben auch gesehen und gehört in den Bildern, die du geschickt hast, dass sie auch nicht viel zu essen hat, die Versorgungsproblematik. Wie können die Menschen sich dort überhaupt vernünftig versorgen im Moment? Wo bekommen sie alles her? Wie läuft das logistisch ab in dieser Kriegsregion? Ludmilla hat uns erzählt, dass sie in dem vergangenen Monat nur 4-mal Brot bekommen hat, weil sie dann rausgehen konnte. Viele Läden sind auch geschlossen, die meisten haben nicht auf und oft ist es einfach zu gefährlich rauszugehen. Sie werden versorgt, teilweise von Freiwilligen. Wir haben natürlich heute auch Ludmilla einige Tüten mitgebracht, das, was wir schleppen konnten. Also sozusagen Leute, die dort wohnen, die sie kennt, die versuchen zu helfen. Aber tatsächlich ist natürlich das Problem auch der Elektrizität, des Wassers. Seit 2 Tagen gibt es mal wieder Elektrizität, aber eigentlich seit Beginn des großen Krieges, sagte sie uns, ist die ganz häufig ausgefallen. Und die große Sorge eben in Avdijewka, weil das so ein strategisch wichtiger Ort ist, dass der eingekesselt werden könnte. Also diese Gefahr, Thomas, über die wir am Anfang immer in Kiew gesprochen haben, die ist jetzt hier im Donbass akut. Nur dass die Ortsnamen, die Städtenamen nicht so bekannt sind in Kiew wie Kiew und dass dort auch nicht Wladimir Selenskyj oder Vitali Klitschko wohnen, sondern Menschen, die man in Deutschland vielleicht nicht so kennt, aber die genauso um ihr Leben bangen. Ja, Paul, nun ist es ja eine Großoffensive gewesen, die angekündigt worden ist. Und es ist ja diese Verrücktheit der Bilder. Man sieht dann oft gar nicht so viel davon und fragt sich, Großoffensive, ist das wirklich so? Du hast von Jets gesprochen, die fliegen im Moment. Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Kommen dann in nächster Zeit die Panzer angerückt dort von russischer Seite aus? Wie wird diese Situation, wie wird dieser Krieg dort direkt im Donbass weitergehen? Ja, die Großoffensive muss man sich vor allem so vorstellen, dass Russland versucht, mit allem, was sie haben, auf diese Dörfer zu schießen. Mit Artillerie, mit Grad. Und sie versuchen es eben anders zu machen als in Kiew, wo sie ja sehr früh auch mit Bodentruppen gekommen sind. Wir erinnern uns an die Bilder, wo Helikopter Truppen nach Kiew gebracht haben, die dann sehr schnell abgeschossen wurden. Und Panzer rund um Kiew, die dann mit Javelin oder mit Panzerabwehrwaffen attackiert wurden. Genau das will man hier verhindern. Und dafür ist auch die Region besser handelbar. Es ist Steppe, es ist flach. Das heißt, hier kommen Russlands Waffen besser zur Geltung und hier kommt klar zur Geltung, dass der Ukraine eben diese schweren Waffen, über die wir seit Wochen und Monaten ja diskutieren, noch fehlen, insbesondere Artillerie, um sich wirklich zu verteidigen. Paul Ronsheimer, ganz herzlichen Dank und wenn du Ludmilla noch mal siehst, grüß sie von uns hier aus Berlin. Danke.